Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. In diesem Video wird ich euch ein paar Fragen beantworten, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Ich habe die Fragen nicht irgendwie gesortiert oder so. Ich habe einfach aufgeschrieben, wie sie auf Instagram reinkommen sind. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe die Fragen unterteilt in Fragen zum Lemming, Fragen zum Volvic und Fragen zu mir. Und ich werde mit dem Lemming anfangen, dann die Fragen zum Volvic beantworten und am Schluss noch die paar Fragen, die zu mir sind, auch noch beantworten. Dann fangen wir doch mit der ersten Frage an. Was ist dein grösstes Ziel mit dem Lemmy diese Saison? Also, so ein grosses Ziel hatte ich diese Saison nicht. Ich hatte das Ziel, eine Dressur zu starten, das haben wir sogar schon erreicht. Das Ziel, eine CC zu starten. Und mein Ziel war eigentlich auch, den Green Jump Cup wieder zu gewinnen, also Gesamtwertung. Ja, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen schwierig durch Coronavirus, weil im Moment ja keine Turniere sind und auch noch nicht ganz klar ist, wann wieder Turniere sind. Klar, wenn ab Mitte Saison wieder Turniere könnten sein, wären die Ziele immer noch realistisch, aber wenn natürlich erst Ende Jahr noch so ein, zwei Turniere sind oder gar keine mehr, ist klar, dass wir natürlich die Ziele nicht erreichen können. Aber in dieser Pause probiere ich jetzt vor allem an unserem Dressur halt zu arbeiten, weil das so das Einzige ist, was wir so klein machen können. Sonst gehen wir ja viel ausreiten. Und dort schaue ich, dass er in Kondition bleibt. Und dann hoffe ich, dass, falls wir das ja noch etwas starten können, dass wir natürlich unsere Zielwerte erreichen. Und sonst halt nächstes Jahr wieder. Die zweite Frage ist, wie ich zum Lemmy gekommen bin. Und also wir haben dann aktiv nach einem Ross gesucht und nach einem Freiberger. Am liebsten einen Wallach und so ein bisschen einen älteren. Wo wir haben nicht so ein ganz junges Ross wollen. Wo es eben auch für mich gedacht wäre. Oder gedacht war. Und wir haben vorher schon ein Ross auf Probe gehabt, wo aber dann leider etwas an der Hinterhand nicht ganz gut hatte. Und durch das wahrscheinlich nie im Springen wäre gegangen. Was sich der bei der Ankaufsuntersuchung herausgestellt hat. Und dann haben wir dann wieder zurückgegeben. Und dann sind wir auf die Familie Weber gestossen, in Nubri. Die sind Freiberger-Züchter, die jährlich 20 bis 30 Fülle haben. Und dort hatten wir halt mehrere Rosse, die noch interessant waren. Und dann sind wir dann dorthin gefahren. Und sie haben uns mehrere Rosse präsentiert. Und der Lemmy hat sie uns eigentlich nicht vorstellen, weil er halt sehr, sehr nervös ist und sehr hibbelig. Und meine Eltern haben gesagt, ja, es wäre für ein 15-jähriges Mädchen. Und dann haben sie gesagt, ja, sie fänden das nicht so ideal. Aber da er halt zu dem Zeitpunkt, also es war im Winter, das heisst, er wäre im 1. Januar 6 geworden. Und es hat noch einen anderen gehabt, der auch so alt war, aber der war sehr gross und sehr schwer, halt wirklich vom alten Schlag frei. Ich hatte zwar lieber den, der braun war, weil ich halt unbedingt den braunen Freibi wollte. Aber ich habe dann, also mein Vater und ich haben dann trotzdem auch noch den Lemmy proben reiten. Und klar, er war auch dann mega nervös und konnte nicht richtig viel machen, aber wir sind dort auf dem Plätzchen geritten und es hat sich wirklich gut angefühlt und eben, er ist schon viel feiner gebaut. Er ist zwar auch relativ gross für mich, also ich komme vom Boden nicht rauf. Aber er ist halt viel feiner gebaut und auch athletischer. Und so haben wir uns für den Lemmy entschieden. Und dann hat er den Züchter selber hergebracht. Das war für ihn natürlich sehr stressig, weil bei diesem Züchter ist es so, dass Ross dort hier auf der Fülle weit war, da er ja so viel Fülle hat. Und auch den Feldtest dort gemacht hat. Von dem her war der Lemmy eigentlich nie weg von dort gewesen. Und ja, der erste Tag war schon noch so ein bisschen nervig in der Box, aber dann hat es sich sehr schnell gelegt und wir konnten mit ihm eigentlich auch von Anfang an allein ausreiten. Das hat ihn eigentlich, ja, es ist einfach schwierig, aber das geht eigentlich seit Anfang ziemlich gut mit ihm. Die nächste Frage
schließt das an, nämlich was ist die Anfangsgeschichte mit dem Lemmy? Eben wie ich zu ihm bekomme, ja, jetzt schon erzählt. Und dann, ja, ich, bei Musik ist es relativ gut gegangen, schon von Anfang an. Er war natürlich nicht wirklich Ausbildung, also er kennt Grundgangart, er hat Feldtest in Reiten und Fahren gemacht. Und ja, halt dressurmässig gearbeitet, so war er nicht wirklich, gesprungen war er noch nie. So sind wir dann in ein Wintertraining gegangen. Und dort haben wir dann unsere ersten Sprünge probiert. Und dann war so das Problem, dass der Lemmy 3 oder 4 Trainings lang einfach nicht gesprungen ist. Also er ist nicht bleiben stehen, sondern er ist echt durch den Sprung durchgelaufen. Wir haben alles probiert, wir haben tiefe Sprünge gemacht, ist er durchgelaufen. Wir haben höhere Sprünge gemacht, ist er durchgelaufen. Wir sind mit Ross vorab, er ist einfach immer durchgelaufen. So, der Trainer hat schon fast schon aufgegeben. Also er war zu diesem Zeitpunkt eben auch schon aus der Probezeit raus. Wir haben schon uns gefragt, würden sie ihn eigentlich wieder zurücknehmen oder können wir einen anderen haben oder ja. Und ich wollte aber gleich noch weitermachen, weil wir eben das Training auch zahlen können. Wir haben mir gedacht, vielleicht kommt sie noch. Und ja, plötzlich auf einmal ist er einfach gesprungen und zwar jede Höhe. Das Einzige, was ich ein Probleme gemacht habe, sind Doppelsprünge. Aber das haben ja etwa junge Ross noch. Und dann ist es eigentlich sehr, sehr schnell und sehr gut gegangen. Wir sind dann im April schon zu München Mira Goncourt. Dort ist er beide Umgänge durchgelaufen, also keine Revue. Ich glaube, 1 oder 2 Stangen keinen Umgang. Und dann sind wir ein paar Wochen später auf Laupen. Und dort hat er im zweiten Umgang sogar schon seine erste Nullrunde können drehen. Also man kann sagen, abgesehen von den Startschwierigkeiten, die wir hier hatten, am Anfang von dem Training, sobald er gesprungen ist, hat er eigentlich alles ziemlich gut gemacht und wir hatten nie viele Probleme mit dem Lemmy. Also klar, er war 6, aber die Erfahrung hat er auch gleich nicht gehabt. Und wenn man hier sieht, wie ein paar Rosse in den ersten Gangkuren laufen und verweigern und alles, dann können wir uns wirklich schon glücklich schätzen, dass der Lemmy schon am zweiten Gangkuren mit Null durchgelaufen ist. Was sind deine Ziele mit dem Lemmy in der Dressur? Also Dressur starte ich in erster Linie, wo ich halt im CC möchte starten und dort muss man zwangsläufig auch im Dressur ein relativ gutes Resultat haben. Weil wenn man natürlich nach der Dressur letzt ist, muss man einfach hoffen, dass alle fortan einen Fehler machen. Und das ist leider nicht so, dass alle Fehler haben und ich dafür dann auch noch habe. Und deswegen will ich mich halt im Dressur auch verbessern. Und das Problem vor allem im CC in Bern war schon, dass er die Seitenbeschränkungen und das ganze Umfeld halt von einem Dressurturnier gar nicht kennt hat und das auch ziemlich gefährlich gefunden hat. Ich muss sagen, dass es in Deisville, an unserem ersten Dressurturnier, schon viel, viel besser war. Aber man muss sagen, da war natürlich einfach eine Halle und das Einzige, was anders war, wie zum Beispiel im Training, ist halt, dass vor die Richter gehockt sind. Aber so gut wie er dort gelaufen ist, stimmt mich doch auch positiv. Und wir haben in diesem Jahr eigentlich vor, auch noch FM-Dressur zu starten, also FM2. Das wäre dann ein GA03 und ein GA05. Wir sind jetzt auch fleissig am Üben für das, weil GA05 ist ja doch auch schon ja, ein bisschen höhere Ansprüche. Aber jetzt wirklich Ziel so von Klassierungen oder Schweizer Meisterschaften habe ich eigentlich nie mit ihm. Weil auch ich natürlich in der Dressur eigentlich keine Erfahrungen habe und viele Lektionen eigentlich auch gar nicht so recht weiss, wie man es reiten und wirklich dort auch noch viel Erfahrung sammeln. Von dem her wäre der Dressurstart, das möchte ich schon albanisch eigentlich einbauen. Und ja, eben, ich möchte vor allem einfach GA03, GA05 starten oder vielleicht mehr ein paar kombinierte Prüfungen sehen, wo wollt nicht so weit wären, dort könnt ihr natürlich nennen, das CC-Programm reiten oder eben CC starten. Und ich hoffe erst so, dass er irgendwann schon im Dressur-Routine hat, dass man dann wirklich am Turnier kann das abprüfen kann, was er kann im Training und dass er nicht eigentlich alle Abzüge darauf, also darauf zurückzuführen sind, dass man halt am Turnier sind, dass er mega angespannt ist, dass er Russenstellung hat. Und
Ich hoffe, dass wir das noch in den nächsten 1-2 Jahren schaffen, dass er dann auch an einem Dressurturnier wirklich das kann zeigen kann, was er kann. Weil Gang hat er eigentlich ziemlich gute und von dem her habe ich das Gefühl, er könnte schon noch ein kleines Dressurrösschen werden. Wie sieht ein Wochenplan bei dir und Lemmy aus? Also, wir haben nicht wirklich so einen Wochenplan. Es entscheidet sich natürlich auch im Winter und während der Turniersaison und jetzt. Also meistens gehen wir einfach unter der Woche ausreiten. Entweder ich mit meiner Mann zusammen oder alleine. Manchmal gehe ich mit meinem Vater, aber das schaut man einfach so, ja, wer geht heute reiten, wer hat Zeit. Und ja, wenn ich am Wochenende ein Turnier habe, gehe ich am Tag vorher und am Tag nachher auch ausreiten. Aber einfach nur so eine kurze Kehr, dass wirklich Muskeln auch schön locker sind. Vor allem nachher, halt, dass ich nicht so Muskelkater bekomme. Und ich schaue gegen, dass er eigentlich eine Woche frei hat. Also wirklich Tag, wo ich gar nichts mache. Weil ich finde, ja, es ist gut für die Muskeln und sicher auch für das Ross, wenn ich nicht wirklich komplett immer etwas machen muss. Klar, sie können bei uns auch immer auslaufen. Also es ist nicht so, dass er den ganzen Tag in der Box steht. Ich finde einfach, es gehört irgendwie dazu, dass wir seinem Ross auch mal einen Tag Pause geben. Und im Winter habe ich oft am Samstag Springtraining, so Januar bis März. Und jetzt diesen Winter hatte ich im Freitag noch Dressurtraining. Das haben wir eigentlich so über die Saison noch etwas weiterziehen. Ist natürlich jetzt anders gekommen wegen Corona. Aber dann, wenn dann alles wieder normal ist und wir dürfen trainieren, wäre ich gezielt, dass ich noch ab und an ins Dressurtraining gegangen, weil ich dort halt gleich noch viel Hilfe ausbrauche, wo ich halt selber auch nicht so weiss, wie ich das eigentlich genau muss reiten. Und jetzt gerade im Moment ist es einfach so, also da wir auch sehr viel Zeit haben, gehen wir jetzt auch noch öfters mal fahren mit dem Lemmy. Weil Fahren trainiert eigentlich nochmal andere Muskeln und ich will das schon lange eigentlich, dass wir es allbeinig machen, weil er, der so einen schwachen Hinterhang hat, wäre das ja gut, weil beim Fahren der Hinterhang sehr stark gekräftigt wird. Aber irgendwie in den letzten Jahren ist halt immer fast jede Woche sind wir am Konkurs. Wenn wir nicht, mal nicht am Konkurs sind, sind wir froh, wenn wir mal alle anderen Sachen können machen können. Und jetzt halt in dieser Situation, wo wir wirklich am Wochenende nichts zu tun haben, haben wir uns vorgenommen, zumindest jetzt alle Wochen eigentlich zweimal mit dem Lemmy zu fahren. Und mit Fahren ist es mir etwas schwierig, weil beim Anspannen, also du nicht blöd, er ist echt mega nervig und möchte unbedingt los. Und beim Fahren, wenn man anspannt, sollte er halt wirklich 10 Minuten stillstehen. Das ist wirklich schwierig. Und dann, wenn meine Mama auf den Bock aufsteigt, muss ich ihn vorher wirklich fest haben, weil er dann geht los. Und dann sind manchmal das Segel schon mit Anzahlung gebremst durch die Gegend. Aber wir haben das Gefühl, wenn man eben regelmässiger gehen würde, würde vielleicht das auch etwas besser werden. Dass es nicht jedes Mal so unglaublich mühsam ist, wenn man ihn anspannt. Aber das ist das, was wir jetzt eigentlich machen. Sonst gehe ich immer ausreiten. Ich probiere auch mal etwas weiter auszureiten, um seine Kondition etwas erhalten zu behalten. Und jetzt gehe ich eben am Dienstagabend bei unserem Nachbarn in so einen ja, nicht allzu grossen Sandplatz, wo man aber doch auch reiten kann. Und du dort so ein bisschen dressurmässig arbeitest. Es geht vor allem darum, da ich einen Dressursattel gekauft habe. Es ist doch ein bisschen anderer Sitz in diesem Sattel. Ich habe auch zwischen den Tagen brauche und nicht immer nur den Vielseitigkeitssattel, den ich ausreite. Und hoffe, dass wenn wir dann wieder starten können, dass der in Dressur schon viel besser läuft. Was fütterst du am Lemmy? Also, seit ein bisschen mehr als einem Jahr füttern wir unsere Rosse nach Futterplan. Und zwar senden wir alle halb Jahr eine Haarprobe ein an pferdesnacks.ch. Und dort kommt dann so ein Plan, genau was unsere Rosse für Mängel haben. Und anhand von diesem Plan wird dann ein Futterplan zusammengestellt, wo jede Woche ist immer morgen, Mittag, Abend, also wir füttern dreimal. Was eben genau muss gefüttert werden und auch Zusätze. Und so das Grundfutter ist eigentlich Hafer,
und Gerste. Und der Lemmy bekommt noch Strukturfutter, das er sehr schnell frisst. Und dazu gibt es dann einfach noch so Zusätze, die ändern auch alleinisch, ein paar Wochen. Und was ich persönlich noch dazu futtere, ist einmal, also haben wir jetzt auch angefangen, hier während dem Feldwechsel Leinenöl. Und dann nach dem Concours gebe ich auch noch so ein Mittel, damit die Muskeln regenerieren können. Also das heisst Powered Performance und ist von Galor oder wie die Marke heisst. Ich werde euch hoffentlich auch ein Bild einblenden. Und dann vor dem Turnier tue ich eben noch Magnesium, mal Magnesium von TRM dazu füttern, damit er einfach etwas weniger nervös sein soll. Also ich finde, es wirkt sehr gut. Klar, er wird immer älter und es kann sein, dass er wegen dem weniger nervt. Aber ich finde, seit wir das geben, ist er wirklich auch im Anhänger und so schon ziemlich viel ruhiger. Und man kann auch anständig parat machen, er dreht nicht jedes Mal auf der Stirn. Jetzt kommen wir zu den Fragen zum Volvic. Vom Volvic habt ihr hier auf YouTube bis jetzt noch nichts gehört. Also, ich werde euch jetzt ein paar Bilder einblenden, sonst, damit ihr auch seht, wer das ist. Also, er ist ein Fülli, das ich reserviert habe und damit dreijährig wieder kaufen. Wir werden dir jetzt auch durch die Fragen erfahren. Was willst du später mit dem Volvic erreichen? Ja, klar, mein Ziel wäre natürlich, ein bisschen im CC weiterzufahren und auch mit dem Volvic den Dressur springen und auch CC zu starten. Aber man muss natürlich auch schauen, was dem Ross Spass macht. Es gibt ja auch Ross, die zum Beispiel nicht ins Wasser gehen oder überhaupt keinen Spass haben, da durch einen Bart gut durchzuheizen. Klar, wenn er keinen Spass hat, würde ich zum Beispiel auch nur springen mit ihm. Nur Dressur kann ich mir dann schon weniger vorstellen. Also, das wäre schon eine recht schwierige Entscheidung, wenn er dann nicht springen würde. Aber eigentlich sagt man ja, so bis in gewisse Höhe springen eigentlich alle raus. Aber wenn es ihm dann halt wirklich keinen Spass machen würde, müssen wir dann schauen. Weil eigentlich stellen wir schon vor, im Turniersport zu reiten. Es muss nicht CC sein, wenn er gar nicht geht. Aber so zumindest springen möchte ich eigentlich schon. Und für mich ist eigentlich am Anfang, also ich würde mit ihm schon von Anfang an Dressur starten und auch springen, aber halt so mit festen Sprüngen, vielleicht am Anfang Green Jump und dann später CC, würde ich schon erst, wenn er wirklich schön springt und auch weiss, woher mit seinen Beinen. Also sicher nicht schon mit 4, vielleicht auch mit 5 Mal Anfang Green Jump gehen und sonst dann mit 6. Und ich würde ihn wirklich dann nicht überfordern, weil wenn man halt mit jungen Ross plötzlich Unfall hat, über feste Sprünge verlieren sie sehr schnell das Vertrauen. Und das will ich halt wirklich nicht. Und ich will am Anfang auch nicht überfordern. Deswegen will ich zuerst im ersten Jahr sicher nicht viel Turnier gehen. Aber wenn ich mal Dressur mal springen und mal schauen, wie er sich so macht und wenn er es wirklich gut macht, kann man auch ein bisschen mehr gehen. Aber wenn er noch sehr überfordert ist, dann werde ich natürlich auch nicht zu viel gehen. Wie bist du zum Volvic gekommen? Ja, also der Volvic kommt vom gleichen Hof wie der Lemmy und wir haben bis heute ein sehr gutes Verhältnis zu den Züchtern des Lemmy. Sie freuen sich auch immer wieder, wenn wir ihnen Fotos und Videos schicken vom Lemmy und sie freuen sich, wenn wir ihnen halt erzählen, was wir alles mit ihm machen. Und sie haben uns eingeladen, Anfang des Jahres, März oder so, bei ihnen an so einer Patrouillenfahrt, also bei den Welschen heisst das ein bisschen anders, aber es ist so eine Art Patrouillenfahrt. Einfach mega weit, muss ich sagen. Wir waren wirklich, glaube ich, 3 Stunden unterwegs gewesen. Und sonst sind wir so kurios in die Pöste gekommen. Und es war noch lustig gewesen. Und wir sind dort eben mit dem Lemmy, haben wir den genommen und haben mega Freude gehabt, dass der Lemmy halt so gut zu Weg ist und so gut aussieht. Und dann haben sie uns gefragt, ob wir möchten die Fülle schauen möchten. Also es hat dann schon ein paar Fülle gehabt, natürlich noch nicht alle. Und dann haben wir dort Fülle angeschaut und die waren wirklich alle mega herzig gewesen. Und dann haben sie uns halt eingeladen, zur Fülle-Show zu kommen. Im Herbst eigentlich, ich weiß gar nicht, wann die war. Und dann sind wir dort hergegangen.
Und dort habe ich dann den Wolwig gesehen. Und er ist wirklich ein sehr spezielles Fülli. Also er ist eigentlich sehr dunkel im Fell und hat halt ja, fast weiße Mähne wie der Lemmy. Und dann habe ich und meine Mama uns halt so überlegt. Ja, eigentlich, Marina ist jetzt 18. Wenn der Wolwig 4 ist und so zu uns kommen würde, wäre sie halt 22. Und ja, entweder würden wir dann schauen, dass wir bei uns irgendwie so einen Auslauf machen für sie, oder sie kommt halt auf eine Altersweide. Oder ja, wir wissen halt auch nie, was in 4 Jahren passiert. Vielleicht verletzt sich eines von unseren Ross und wir müssen es eher lösen, oder das weiss man ja nie. Und dann haben wir gesagt, wir kaufen ihn nicht, kaufen, sondern wir kaufen ihn halt reservieren einfach. Und das haben wir dann auch gemacht und der Züchter hat sich mega gefreut, dass wir nochmal ein zweites Ross dort kaufen wollen. Und ja, jetzt, also er gehört mir eben nicht, er ist einfach reserviert und im Herbst, wo er 3 ist und er 4 wird, werden wir ihn dann kaufen, oder wird ich ihn dann kaufen und dann wird er dann hierher zu uns kommen. In welcher Sparte willst du den Schwerpunkt mit dem Wolwig legen? Also das habe ich eigentlich schon bei, also mit ihm will reichen, schon so ein bisschen beantwortet, aber ich will probieren, dass er ein vielseitiger Freebie wird, weil Freebies sind ja immer sehr vielseitig. Ich werde natürlich im CC starten, Dressur und Springen, ich will aber auch, dass er, also er wird den Feldtest im Fahrer machen, vorausgesetzt, er lässt sich anspannen. Aber dann möchte ich auch, dass wir hier daheim zwischendurch mal fahren, dass er das auch nicht verliert. Dass wir auch auf Patrouille reiten können, zum Beispiel. Und ich finde es eigentlich ganz wichtig, dass Ross halt ganz viele verschiedene Sachen machen und nicht so ein Ding nur und sonst eigentlich nichts. Aber so der Schwerpunkt möchte ich natürlich eigentlich schon im Springen legen, wo ich komme eigentlich auch vom Springen. Und dann möchte ich das halt echt auf Vielseitigkeit und Dressur ergänzen. Was hat der Wolwig für eine Abstammung? Also sein Vater ist der Vallon du Ponton. Das ist ein jetzt 4-jähriger Hengst. Also sie sind die erste Fülle von diesem Hengst. Und der Hengst steht hier beim Züchter vom Lemmy. Und eigentlich alle Fülle von diesem Jahr sind von diesem Hengst. Deswegen kann ich auch ein paar Bilder einblenden. Und die Mutter von Lemmy, die ist auch erst 4, also dort ist es auch das erste Fülli. Also es gibt absolut keine Halbgeschwister von Wolwig, die irgendwie jetzt schon sportliche Erfahrungen hätten. Von dem her können wir gar nichts sagen, was aus dem wird. Der Muttervater von Wolwig ist Happy Day. Und das ist ein relativ junger Hengst, wo jetzt die erste Fülli eben 4 werden. Von dem her kann man dort eigentlich auch noch nichts sagen. Also ich kann sagen, ich habe die Wolwig so ziemlich nach Aussehen ausgelesen und nicht nach Abstammung. Und ja, vor weiter hinter Abstammung kann man, also dort sind natürlich grosse Hengste wie Estafette und Libero und auch Wolgen drin. Von dem her, es kann alles werden aus dem Ross. Was der Züchter uns schon gesagt hat, ist, dass er relativ gross wird werden. Also er rechnet mit um die 1,70, also noch grösser als der Lemmy. Wo sowohl die Mutter sehr gross ist, wie auch der Hengst, der noch nicht ausgewachsen ist. Und ja, die Züchter können das anhand von wie gross das bei uns ist, relativ gut einschätzen. Ja, das wird dann ein Spass, weil ich finde, der Lemmy schon recht gross für mich. Und ich hoffe echt, dass es ja, nicht so eine Urfreibe wird, die halt so relativ fest ist, sondern eigentlich so wie der Lemmy, so ein bisschen sportlich und da er halt der gross ist, sollte ihm eigentlich Springen noch ein bisschen leichter fallen. Was machst du im Moment so mit dem Wolwig? Also jetzt gerade im Moment zu Corona kann ich ihn halt nicht mal besuchen, aber der Wolwig steht auf der Fülliweide bei der Familie Weber in Nubi, also bei seinem Züchter. Dort stehen sie vor allem mit Gleichaltrigen, aber also am Anfang. Und dann die 2- und 3-Jährigen stehen dann so ein bisschen zusammen. Weil dort werden sie dann auch eingeritten und eingefahren und auf einen Feldtest vorbereitet. Der Feldtest findet dann auch bei ihnen am Hof statt. Und ja, da mische ich mich nicht groß ein, aber ich gehe auch ein bisschen besuchen. Ich wünsche mir natürlich, dass ich dabei sein kann, wenn er zum Beispiel das erste Mal geritten wird oder das erste Mal gefahren wird. Aber
er ist jetzt einjährig, also das wird noch sicher ein Jahr, wenn nicht länger noch gehen. Ich will dann sicher seinen Feldtest schauen. Und dann, wenn er dann wirklich eingeritten ist, bleibt er ja noch bis im Herbst, wo er 4 wird, dort. Und ich habe es mir eigentlich so ein bisschen vorgenommen, dass ich ihn vielleicht dort auch schon mal so ein bisschen reiten kann. Dass man eben auch testen kann, ob es wirklich etwas für uns ist. Vielleicht würde ich dort schon 1-2 Sprünge machen, das muss ich noch schauen. Und ja, aber im Moment mache ich eigentlich nichts mit ihm. Ich werde ihn jetzt zur Zeit gerne besuchen. Es war auch Feldtest letztes Wochenende. Und ja, sobald dass man den wieder darf, kann ich sicher wieder besuchen, wieder ein paar Fotos machen, wo im Moment ist natürlich sehr im Wachstum. Also ich habe ein paar Fotos bekommen vom Züchter. Aber ja, das ist etwas schwierig zu sehen. Aber von der Farbe her ist er jetzt noch gleich, weil als er auf die Welt kam, hat er ja auch noch etwas Angst ausgesehen. Da brennt sich sonst zwei Fotos ein. Wieder kurz nach der Geburt ausgesehen, hat er wirklich noch sehr kurios ausgesehen. Aber jetzt hat sich das Fell eigentlich nicht so verändert. Aber ja, es wäre halt gleich spannend dabei zu sein, wie er wächst, wie er sich entwickelt. Und halt auch, dass er mich ein bisschen kennt. Aber ja, jetzt in der Situation jetzt können wir natürlich nicht zu ihm gehen, aber sobald er wieder offen ist und es wieder heisst, dass man darf nicht besuchen darf, dann gehen wir sicher die Leute besuchen. Und dann kommen wir jetzt noch zu den Fragen, die über mich gestellt wurden. Also es hat auch zum Teil mit Reiten zu tun, aber halt einfach nicht drossspezifisch, sondern echt zu mir. Und die erste Frage war, was ist mein höchster Sprung bis jetzt? Also turniermässig ist das höchste, wo ich starte, 95 cm mit dem Lemmy. Im Training letzten Winter haben wir mal beim Aussprung von der Reihe haben wir etwa 1,10, 1,15 gehabt. Und das ist auch so das höchste, wo ich eigentlich gesprungen bin. Weil vorher bin ich wirklich nur ganz tief gesprungen mit der Marina. Und auch sonst eigentlich hätte ich nie die Chance gehabt, höher zu springen als das. Hast du die Lizenz? Nein, ich habe weder die Spring- noch die Dressurlizenz, wo ich einfach kein Ross habe, wo es sich rendieren würde, die Lizenz zu machen. Dann kann ich natürlich auch nicht im Greenchamp starten. Ich habe zwar noch BR90, aber für Lemmy ist 90 doch schon eine happige Höhe und ein Meter. Ja, das macht ihm einfach keinen Spass mehr, weil es mega anstrengend ist und ich habe ihn noch viel zu wenig auf die Hinterhänge leiden, dass er das nennen möchte. Melanie vom Kanal @dergudi hat mich gefragt, wann kommst du mich besuchen? Ja, momentan ist es ein wenig schwierig, da die Grenzen zu sind. Aber bestimmt nach dieser Situation werden wir mal einen Zeitpunkt finden, wo wir beide Zeit haben und ich dich endlich besuchen kann und deinen Gudi endlich kennenlernen kann. Was machst du beruflich und was sind deine Ziele so beruflich, schulisch gesehen? Ja, also ich bin gelehrte Elektroinstallateurin. Ich habe meine Lehre im Sommer 19 abgeschlossen. Ich habe jetzt bis in Sommer 20 Berufsmatur angehängt. Wir wissen zwar noch nicht, wie wir die abschließen, ob wir Prüfungen haben oder nicht, aber es ist garantiert worden, trotz Corona, dass wir unseren Abschluss bekommen. Und im Herbst, dann, im September, werde ich mein Studium an der Berner Fachhochschule anfangen. Dort werde ich Elektrotechnik und Informationstechnologie studieren. Und das geht dann mal 3 Jahre. Ich hoffe, dass ich in den Ferien noch ein bisschen arbeiten kann. Und dann weiss ich eigentlich noch nicht so, wie es dann auch weitergeht. Das war es dann schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, die brennendsten Fragen sind beantwortet worden und ihr kennt den Lemmy, den Wolwig und mich jetzt ein bisschen besser. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.